Glaubst du an Gespenster? Hast du Angst davor? Ich weiß nicht. Cecilie hat sich immer als Gespenst verkleidet. Am Schluss hat sie denn selber überall Gespenster gesehen. Und was hat Onkel dazu gesagt? Onkel? Nichts. Er war doch meistens in Geschäften unterwegs mit seinem Kompagnon, dem alten Merlin. Ich habe die beiden in Afrika kennengelernt, in Südafrika. Zeig mir mal anders. Jeder, der dort unten war, hatte nur eins im Sinn. Brillanten und Diamanten, die wir ja da gefunden haben. Einfach so? Ja. Gefunden? Natürlich nicht irgendwo, so auf der Straße. Nein, unter der Erde. Da gibt es richtige Bergwerke, in denen man auch Diamanten sucht. Ich habe mich bloß immer gewundert, warum Onkel und der alte Merlin ausgerechnet mit kleinen Lederkrokodilen gehandelt haben. Ganze Kisten voll haben sie sich hierher nach Deutschland kommen lassen. Für Cecilie zum Spielen? Glaubst du, ich würde dir einen Bären aufbinden? Verkauft hat Onkel die Krokodile und ist sogar reich dabei geworden. Und Herr Merlin? Der nicht. Ist das sein Sohn, der heute da ist? Ja, das ist Friedrich Merlin. Der hat damals als Junge all den Unsinn von Cecilie mitgemacht. Frau Debisch war die Einzige, die auf die beiden aufgepasst hat. Aber leicht hat sie es nicht gehabt mit denen. Wollen Sie Frau Debisch als Mutter haben? Nee. Du denn? Nee, ich nicht. Cecilie hat einen heiligen Respekt vor ihr gehabt. Und Friedrich Merlin auch. Der hat heute noch Angst vor ihr. Gehen Sie jetzt? Nein, nein, ich komme wieder zurück. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe was für dich. Darf ich Sie noch was fragen? Ja, frag nur. Ich muss hier nur suchen, wo ich es finde. Wie war das möglich, dass Cecilie verunglückt ist? Wie das möglich war? Auch die alte Hanne, du weißt doch, Onkels Köchin. Sie und Frau Debisch waren die Einzigen im Haus, als es passiert ist. Da ist es ja. Cecilie. Ja, vielleicht hat Cecilie ausprobieren wollen, wie das ist, wenn man in die Tiefe stürzt. Verrückte Einfälle hatte sie ja genug. Ja, behalte es. Es ist doch was für dich. Sind das die Diamanten aus Afrika? Die bestimmt nicht. Das würde ich nicht verschenken. Ich habe noch was anderes aus Afrika. Das musst du unbedingt probieren. Etwas ganz Besonderes. Prost! Auf Onkels Geburtstag. Der schmeckt. Noch einen. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Das ist ein Geheimtrunk aus Afrika. Prost! Wer den trinkt, der hört das Gras wachsen. Man hat die Schlüssel gestohlen. Wer kann? Das war er. Der Mann im Spiegel. Der Mann, der nachts in der Wohnung war. Er muss auch hier sein. Bei der Geburtstagsfeier. Wer ist dieser er? Schon gesucht. Gibt es jetzt was zu essen? Noch nicht, aber bald. Onkel schläft noch. Hm? Was ist denn? Hast du Hunger? Hm.
Dann gehen wir in die Küche. Komm. Nanno? Ja, Rehbraten. Herr Mörlin, wir wollten doch zusammen essen. Und zwar im Esszimmer. Ja, natürlich, ja. Das wollten wir. Aber er ist gut, der Rehbraten. Ausgezeichnet. Verzeihung. Was die anderen können, können wir schon lang. Der Rehbraten ist nämlich wirklich so gut, wie der Friedrich Mörling gesagt hat. Ich habe nämlich selber schon probiert. Damit du nicht verhungerst. Siehst ja schon ganz blass aus. Danke. Ha! Wie wär's mit einem Gläschen? Noch eins bitte. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Na. Wird das denn nicht zu viel? Wie kam es eigentlich, dass Cecilie über das Treppengeländer gestürzt ist? Ich meine, das ist doch ziemlich hoch. Meine Güte. Ja, wie kommst du denn ausgerechnet jetzt darauf? Hat Herr Mörlin damals mit Cecilie gespielt? Ja, es war ein schreckliches Unglück. Ja, der Friedrich Mörlin war auch dabei. Und wer noch? Ich sehe sie noch liegen, das arme Ding. Ich bin gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Ja, die Frau Debisch war noch dabei. Aber bitte, ich will heute nicht daran denken, heute ist Onkels Geburtstag. Herr Opitz hat gesagt. Daher hast du deine Weisheit. Du, der Opitz redet gern, das ist alles. Und jetzt Schluss damit, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Na, was ist? Du trinkst ja gar nichts mehr. Mir schlecht. Onkel ist eben aufgestanden. Wir können mit dem Essen anfangen. Doch nicht von dem bisschen Rotwein kommen. Du warst beim Opitz. Hat der dir etwa... Auf einem Bein kann man nicht stehen, hat er gesagt. Ich gehe jetzt essen. Das heißt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Du kannst ja nicht einmal auf allen Beinen stehen. Bob, du bist ja betrunken. Komm, ich bring dich ins Esszimmer. Nein, ich kann schon alleine. Und es war wirklich nur ein Unglücksfall. Margarete, Ihr letzter Ruf. Was macht er? Er schreibt wie eine hysterische Ziege. Heinrich, Heinrich. Die Margarete ist doch in diesem Moment zu prophetischer Höhe gekommen. Es ist eine Andeutung an die Zukunft, was verflossen war.